The Keshe Foundation, an independent, non-profit, non-religious, space-based organization founded by nuclear engineer Mehran Tavakoli Keshe, is introducing to humanity the science of the universe, plasma science. Keshe Foundation develops universal knowledge and space technologies that provide solutions to major global problems, revolutionizing agriculture, health, energy, transportation, materials, and more. The application of plasma science in the form of specially developed plasma reactors and other devices will give humanity the real freedom to travel in deep space. Plasma science exists throughout the whole universe. It is here and it belongs to you. Our knowledge, research, and development regarding the plasma structure has progressed to the point of enabling everyone to participate in the process. Become a creator and understand the work of the universe for the good of humankind on this planet as well as in space. The use of MEGRAVs, nanomaterials, GANs, liquid plasma, field plasma, and other plasma technologies have come as a new dawn for humanity to progress and work in harmony with the universe. Conventional technology applications are wasteful, damaging, and cause pollution to the planet and all living beings. Plasma science provides solutions and improves existing methods and use of resources in all aspects that touch the lives of all beings. Plasma is defined by the Foundation as an entire content of fields which accumulate and create matter and is not defined by its physical characteristics like ionization or temperature. Also, with plasma science, we understand how we can convert matter back to the fields. Quoting from Mr. Keshe, MEGRAV stands for magnetic gravitational, which means plasma absorbs or gives. And every plasma has the both. It has give and it has take. And when they can't find the balance, they distance themselves until they find the balance they can give to the others. That they can receive what they want to receive and give further. Certain atoms and molecules release and absorb magnetic or gravitational fields. Released fields are available to be absorbed by other objects. The Keshe Foundation has developed a way to gather these free-flowing fields from the environment within a resourceful and beneficial new state of transitional matter, which M.T. Keshe named GANs. The first step of the process of the formation of various basic types of GANs is nano-coating metals. This is carried out either chemically by etching, steam coating with sodium hydroxide, or thermally by heating, fire coating by gas burner. During either coating process, gaps between outermost layers of atoms are created. The residual coating is often referred to as nano-coating, defined by the structured layers of nanomaterial, which build up during the creation process of the coating. Nano-coated metal, in interaction with other various metal plates, in a saltwater solution creates MEGRAV fields. These fields then attract available elements to form a specific GANs, which collects and settles at the bottom of the container. This GANs is formed from independent energized molecules like little suns that can be used in various applications. Hallo und herzlich willkommen zum 248. deutschsprachigen Wissenssucher-Workshop des Keshe Foundation Spaceship Instituts. Heute ist der 17. Dezember 2020 und ich habe auch wie immer eine zusammenfassende Übersetzung des heutigen 359. Knowledge Seekers Workshops von heute Morgen um 9. Und weil Herr Keshe heute einen Termin hatte, er musste ins Labor, hat er gesagt, weil sie da was ein Experiment machen oder was auch immer, was testen. Und deswegen war es etwas kürzer, 3,5 Stunden. Und bevor ich anfange, nächste Woche, Donnerstag, ist der 24. Und das ist hier heute im Workshop auch schon angesprochen worden. Das ist für mich ein Problem. Ich versuche es ja immer, da zu sein, aber der 24. abends ist schwierig mit 4 Kindern. Also sprich, dann, wenn das stattfinden soll, trotzdem hier am 24., dann müsste es jemand anders übernehmen. Ansonsten würden wir es überspringen.
Und also wenn sich jemand freiwillig melden möchte für nächste Woche, dann sag Bescheid. Ansonsten überspringen wir das und es geht trotzdem nichts verloren an den Informationen. Also ich würde dann die Woche darauf dann auch die Zusammenfassung mitgeben von nächste Woche. Also prinzipiell ist es so, in der Cash Foundation gibt es keine Feiertage. Das heißt, die Workshops finden immer statt. Es gibt zwar Trimesterferien bei dem Studiumprogramm, aber Feiertage für die öffentlichen Workshops gibt es nicht, also gab es nie die letzten Jahre. Und da es dieses Jahr nun mal auf den 24. fällt, ist es ein bisschen ungünstig. Aber ja, also ich sag mal so, wenn es jetzt nicht jemand anders sagt, würde ich sagen, fällt es nächste Woche aus. Und wir holen das aber nach. So, jetzt werde ich einmal noch den Disclaimer hier einblenden lassen für eine Weile. Und ich fange schon mal an, Herr. Begann, wenn man so will, mit einem Zitat. Herr Cash sagte, die Schönheit der Schöpfung liegt im Lieben. Das ist das einzige Attribut des Schöpfers. Und das ist interessant in dem Zusammenhang, weil in der Vergangenheit wurden unter anderem die 99 Attribute des Schöpfers gezeigt, was wohl aus dem Islam kommt. Das 99 verschiedene Attribute, positive Dinge, die den Schöpfer ausmachen. Und heute sagt Herr Cash, dass die Schönheit liegt, der Schöpfung liegt im Lieben und das ist das einzige Attribut des Schöpfers. Und das verstehe ich so, dass nämlich diese 99 Attribute, die vorher auch genannt werden, alle aus dem einen Attribut, nämlich der Liebe des Schöpfers, hervorgehen. Weil das ist nämlich etwas, was Herr Cash beides nannte. Also Herr Cash nannte diese 99 Attribute das letzte Mal auch mit. Das ist also etwas, wohl im Islam bekannt ist. Und trotzdem sagt er es heute so, als wenn es eben nur das eine gibt. So, das ist also ein scheinbarer Widerspruch. Aber mir scheint es so eben, dass das eine aus dem anderen so hervorgeht. So. Dann hat er beschrieben, dass die Stärke des Universums, also sprich die Feldstärke, das wird ja oft das Wort Stärke benutzt, ist eine Konstante. Und er sagt, es kann auch nicht anders sein. Und das, was an einem Ort reduziert wird, wenn man so will, in Anführungsstrichen Energie, dann wird es woanders erhöht. Das ist auch in der Physik ja auch bekannt, das Sprichwort, Energie kann nicht sterben, Energie kann nur transformiert werden. Energie geht nie verloren. Und das ist das letztendlich, was Herr Cash damit sagt. Das Universum ist die Energie, die Stärke, die Totalität, sage ich mal, des Universums ist eine Konstante. Und man kann nicht aus diesem, wenn man so will, geschlossenen Kreislauf etwas nehmen oder hinzugeben, ohne dass es woanders einen Ausgleich gibt. Und dann hat er noch weiter erklärt, dass es Feldstärken gibt außerhalb der Materie, die wir noch gar nicht kennen. Und manche, also wenn wir davon ausgehen, wie wir das auch im Lichtspektrum kennen, wir haben ein riesen Spektrum an Feldstärken und einige davon höher, einige davon niedriger als das, was wir ausgesetzt sind. Und wir, Teil von dem, was wir wahrnehmen, ist eben das, was wir dieses Materiespektrum nennen, was wir eben als feste Materie dann wahrnehmen, aber auch Dinge wie Druck, Hitze und so weiter, auch diese Dinge gehören, auch Licht, gehören zum physischen Spektrum. Aber ein Teil dieses Spektrums, sagte er, betrifft höhere Dimensionen. Er sagte fünfte und sechste Dimension. Also hier sprach er jetzt mal wirklich von Dimensionen in Form von Dimensionalität. Also Raum-Zeit-Dimension, wobei er sonst das Wort Dimension meistens in anderen Zusammenhängen benutzt. Aber diesmal schien es wirklich um höhere Dimensionen zu gehen und er sagt, ein Teil dieser Feldstärken des Universums betreffen diese höheren Dimensionen. Das heißt, die haben uns, wenn wir aus unserer Perspektive der Wahrnehmung, in unserer Dimensionalität, sind das dann Bereiche, die wir gar nicht wahrnehmen können. Aber innerhalb dieser höheren Dimensionen können das Bereiche sein, die für die eine Entsprechung der Materie darstellt. Das heißt, mit anderen Worten, sagen wir mal, jemand, der nicht sich durch diese vier Dimensionen, drei räumliche Dimensionen und eine zeitliche Dimension, wie wir es wahrnehmen, also das heißt, Zeit geht immer nur vorwärts, dass wenn jemand zum Beispiel aus einer höheren Dimensionalität kommt, wo es zusätzlich räumliche oder zeitliche Dimensionen gibt, dass der für uns vielleicht gar nicht wahrnehmbar wäre, aber aus seiner Perspektive hat
auch eine Form von Materie. Das heißt, auch er hat, lebt in einer materiellen Welt und kann Dinge anfassen und kann eine Tür öffnen und so weiter. Aber aus unserer Perspektive ist der vielleicht vollkommen außerhalb der Dimension oder vollkommen nicht materiell. Aber das ist immer, was Materie ist und was nicht Materie ist, ist immer abhängig von der eigenen Perspektive. Und aus deren Perspektive haben die auch Materie, aber aus unserer Perspektive gesehen wäre das keine Materie. Und das sind, wie gesagt, das sind Spektren, von denen Hecker spricht, die wir noch gar nicht kennen und noch gar nicht wahrnehmen können. Dann noch ein Zitat von ihm. Er sagte, es ist durch unsere Seele, dass wir erkennen, dass wir Teil der Totalität der anderen Seelen sind. Weiter sagte er, jeder Stein und jedes Atom hat eine Seele und sich jede Seele entscheidet sich dort zu sein, wo sie ist. Also auch jedes Stein und jeder Atom, jede Essenz von allem, was existiert, hat auch eine Ebene von Bewusstsein, hat auch eine Ebene von, wenn man so will, freien Willen und weiß, wo sie ist oder weiß, warum sie da ist und ist das aus gutem Grund. Also dann also aus einer höheren Perspektive als Mensch könnte man sagen, ich bin Gefangener. Man kann tatsächlich physisch im Gefängnis sitzen und trotzdem heißt das nicht, dass die Seele nicht da ist, wo sie bestimmt hat zu sein. Dann sagt er auch, die Seele kann sich überall und alles manifestieren, auch bei anderen Seelen. Also er sagte, wenn eine Seele zum Beispiel die Wale im Ozean erleben möchte, dann kann man sich direkt dort bei denen mit manifestieren, ob jetzt physisch oder nicht physisch, aber man kann Teil von anderen Seelen sein, man kann sich anderen Seelen anschließen und kann ein Stück weit miterleben, was die erleben oder mitbeobachten, was andere machen. Und so wie er das beschrieben hat, ist eben, dass letztendlich alles sowieso miteinander verbunden ist. Ich wiederhole nochmal das Zitat von eben. Er sagte, es ist durch unsere Seele, dass wir erkennen, dass wir Teil der Totalität der anderen Seelen sind. Also wenn wir Teil der Totalität der anderen Seelen sind und alles eine Seele hat, dann wiederum heißt das ja auch, dass alle anderen Seelen auch Teil der Totalität unserer Seele sind. Und das erklärt dann auch schon so ein bisschen, warum, wie er beschreibt, dass es möglich ist, dass man sich überall hin manifestieren kann. Und dann hat er noch gesprochen zu dem 21. März 2021. Das ist dieser magische Termin, den er immer wieder erwähnt, wo er sagte, das ist der Beginn eines neuen Zyklus. Er hat das auch als eine Geburt bezeichnet für die Menschheit. Und dann hat er beschrieben, dass das Datum von der universellen Gemeinschaft ausgewählt wurde und dass das Datum ist, an dem die Menschheit bereit ist oder sagen wir mal so, zumindest bereit sein muss. Dann hat er auch gesagt, das, was mit uns als Menschheit passiert, beginnend wohl insbesondere an dem 21. März, das wird alle um uns herum beeinflussen. Und so wie auch eben nochmal gesagt, dass die Totalität beinhaltet alle anderen Seelen, dementsprechend, wenn auf der Erde mit vielen Seelen etwas Massives passiert, ein großer, sagen wir mal, Entwicklungssprung, dann hat das einen Einfluss auf alle anderen, also letztendlich aufs ganze Universum. Das ist nicht, nichts ist isoliert von einem anderen. Dann hat Herr Kesch noch gesagt, das ist wieder ein Zitat, er sagte, es braucht nur die Geburt einer perfekten Seele, um den Rest der Schöpfung zu perfektionieren. Auch das ist wiederum, also viele der letzten hier Absätze letztendlich, ist eine andere Umschreibung des Gleichen. Alles sagt letztendlich, alles ist in einem, alles ist miteinander verbunden. Dann hat er beschrieben, dass durch diese Systeme, um die es jetzt ja auch geht, diese fünf Bechersysteme bzw. die Sternformation und auch die Universal Enhancement Unit, dass diese Systeme, die dienen dazu, dass wir lernen zu manifestieren, uns auch selbst kennenzulernen. Und er sagt aber, dass all diese Dinge sind etwas, was wir auch ohne Hilfe können. Also ein Beispiel nannte er, sagte, wenn man seine Hand zwischen zwei Reaktoren oder zwei Ganzbehältern oder wie auch immer hält, dann wäre man in der Lage, durch seinen Wunsch, wenn der Wunsch rein ist, also sprich zugunsten der Allgemeinheit ist, also zum reinen Guten ist dieser Wunsch und nicht fürs eigene Ego oder was auch immer, dass dann das sich manifestieren würde, was man wünscht.
Und ja, das ist etwas, da werden wir in Zukunft noch weiter darauf eingehen. Wie gesagt, das ist etwas, wo auch die Systeme dann eben bei helfen. Und dann hat er gesagt, dass diese alten Reaktoren, die im Linz da auch zu sehen sind, diese ganz alten Reaktoren, die mit der Decash Foundation am Anfang gearbeitet hat, die auch mit radioaktiven Material arbeiten, nicht radioaktiv im Sinne von, wie das in einem Atomkraftwerk der Fall ist, aber radioaktive Teilchen sind da drin, die in Rauchmeldern vorkommen. Das ist nämlich das, wie sie das in Belgien damals zusammengesammelt haben, weil man denen das wohl nicht liefern wollte. Da gab es nämlich auch schon, also die Schwierigkeiten, die man denen gemacht hat, waren ja von Anfang an der Fall, wo man dann auch das als Grund genommen hat, die Cash Foundation als Terrororganisation erklären zu können oder zu wollen, weil sie dort eben auch nukleare Teilchen verwendet haben, die aber, wie gesagt, in Rauchmeldern, das heißt in Wohnungen sind. Und dann haben sie, weil sie nicht anders drangekommen sind, haben sie ganz viele Rauchmelder gekauft und haben das dann aus diesen Rauchmeldern gewonnen und haben daraus dann diesen Reaktor gebaut. Und dieser alte Reaktor, der ist wohl jetzt wieder zum Einsatz gekommen und hat in Österreich eine Gewichtsreduktion verursacht, was ein großer Erfolg ist. Also ich meine generell, jeder, der weiß von der Physik, dass wenn es jemand geschafft hat, eine Gewichtsreduktion zu verursachen, dass das ein großer Durchbruch ist. Und das letztendlich stellt dann auch eine Vorstufe des Flugs dar, also woran man arbeitet an dem Flugsystem. Also die Markkraftpositionierung, die verursacht das, was vom Äußeren gesehen, das heißt, wenn man nicht Teil des Systems ist, wenn man es von außen beobachtet, dann nimmt man das als eine Gewichtsreduktion wahr. Wenn man Teil des Systems ist, dann nimmt man gar nichts wahr. Dann ist man einfach Teil des Systems. Das heißt, mit anderen Worten, wenn man in einem Raumschiff ist, dann kann das sein, dass dieses Raumschiff mikroskopisch klein ist. Es kann auch sein, dass es einfach nur 1 Gramm wiegt. Aber wenn man im Raumschiff ist, ist alles ganz normal. Man kann ganz normal Dinge anfassen. Man hat auch nicht das Gefühl, als wäre man so groß wie ein Atom oder was auch immer. Es ist, weil hier zwei verschiedene Umgebungen herrschen. Innerhalb des Raumschiffs ist eine eigene Umgebung und diese Umgebung ist, wie sie halt eingestellt ist, aber ich denke mal, dass es dann standardmäßig auf normale Erdumgebung eingestellt ist. Das heißt, man würde nichts merken. Aber von außen gesehen könnte man relativ sagen, da ist jetzt ein Reaktor an und hier hat sich das Gewicht jetzt um 50% reduziert oder um wie auch immer. Also da machen sie Fortschritte und dann war noch ein Hinweis bzw. eine Warnung, die Herr Cash rausgegeben hat. Und zwar ist wohl hier auch ein Fall aufgetreten innerhalb der Cash Foundation. Er hat nicht genau genannt, wer, aber aus Sportkleidung, wohl besonders diverse Markensportkleidung, also Markenanbieter sind wohl gemeint. Also Herr Cash wollte die Marken nicht nennen. Da wird Farbe verwendet, die auf eine kohlenstoffbasierende Farbe, die also letztendlich ein Erdölprodukt, wo ein bestimmtes Verfahren verwendet wird. Er hat das beschrieben als eine kristalline Gasstruktur, die wohl bei der Gewinnung dieser Farbe eingesetzt wird und dass das Hautkrebs verursacht und Allergien verursacht. Und das ist besonders dann problematisch, wenn man das als Sportkleidung eben benutzt und darin schwitzt. Das hat er beschrieben, ähnliche Prozesse passieren, wenn man Gans herstellt, also das Schweiß hier, der Salzgehalt im Schweiß, das also nochmal bekräftigt diesen Effekt. Und weiter hat er auch beschrieben, dass diese Farben auch in Geschirr beispielsweise vorkommen und dadurch auch sich in Lebensmittel übertragen und dadurch unter anderem bei Kindern zu Allergien führen, aber auch Hyperaktivität auslösen. Und das hat er so beschrieben, dass diese Partikel auf Kohlenstoffbasis, dass die eine ähnliche Wirkung haben wie Zucker, also wie so ein Superzucker. Und dass wenn sich diese Partikel lösen, dass das eben so eine Hyperaktivität bei Kindern auslöst. Und diese Partikel lösen auch Allergien aus. Also das war eine Warnung. Wie gesagt, er sagte generell, meiden sollte man starke Farben. Er sagte aber, selbst bei Schwarz kann das der Fall sein. Und wie gesagt, Markensportkleidung. Und da sollte man vorsichtig sein mit künstlichen Stoffen. Also eher da lieber auf natürliche Farben, natürliche Stoffe sich beziehen. Und ja, das, wie gesagt, jetzt leider nicht konkreter, dass er jetzt genau sagen kann, welche Produkte sind da jetzt problematisch.
Aber das war halt eine Warnung. Also eventuell erfahren wir dazu auch noch mehr in der Zukunft, um was es sich jetzt hier genau handelt. Also ein Beispiel war, dass der Kirsch in der Vergangenheit ja auch schon mal vor Teflon gewarnt hat, dass auch Teflon, dass die das auch wissen. Und hier sagt er auch, dass diese Hersteller wissen von der Problematik und es eben aus finanziellen Gründen eben trotzdem verkaufen. Und ähnlich ist es bei Teflon, das hat er auch gesagt, dass die das wissen, dass das krebserregend ist. Und dass die auch bereits, dass Herr Kirsch auch schon mit denen zusammengearbeitet hat an der Entwicklung neuer Nanobeschichtungen, die nicht giftig sind. Und dass Teflon wohl auch daran arbeitet, eben an verbesserten Beschichtungen, aber dass diese alten Beschichtungen eben giftig sind. Also das nochmal ergänzend dazu. Ja, das war es auch mit meiner Zusammenfassung. Wenn da noch jemand Ergänzung zu hat oder Fragen. Ja, hier sind Fragen. Den Sicherheitshinweis habe ich nicht gesendet, habe ich noch gemacht im Anschluss, meine ich auch zum Schluss noch mal machen. Danke für den Hinweis. Ja, genau. Ach genau, Haftungs, da ist ein Rechtschreibfehler drin. Sollte ich wahrscheinlich gar nicht erwähnen, weil die meisten es vielleicht gar nicht bemerkt haben. Haftungsausschluss. Da ist ein Fehler drin. Da kriege ich hoffentlich nochmal die verbesserte Version. Okay. Ja, das haben wir sogar hier zwei gleich anbemerkt. Danke für den Hinweis. Ich habe die Originaldatei dafür nicht, deswegen ich könnte es trotzdem ändern mit der Bildbearbeitung, aber das wäre ein bisschen kompliziert. Deswegen wäre es leichter, wenn ich das Original dafür kriege. Hallo Sonja, du hast deine Hand oben. Ja, hallo. Wie viel Fünferbecher gibt es? Gibt es vier Fünferbecher? Ich meine drei. Also es gibt einmal den für Menschen, so wie ich das jetzt, wie wir das so mitbekommen haben. Dann gibt es für die Materie und dann gibt es auch irgendwie Mensch und Tier. Oder was heißt das, dieses Vertical People Animals? Ja, das hat Herr Kescher das zusammengefasst in einen, aber das ist, so wie ich das gesehen habe, dasselbe System. Also das, was vorher als das Menschensystem bekannt war, das hat er als das horizontale System bezeichnet, weil er, wie letzte Woche erklärt, er sagte, der Mensch gehört denn eher zu den, also in der Vergangenheit hat Herr Kescher erklärt, der Mensch hat beide Eigenschaften, horizontal, vertikal. Weil der Mensch sowohl liegen kann, deswegen die Energiesysteme. Ich zeige das sonst noch mal kurz auf, für diejenigen, die das nicht klar ist. Mario, kann ich einmal den Bildschirm teilen und einmal zeigen, Ja, mach das. was ich so gerade meine? Ja, mach das, dann zeige ich das gleich. Ich weiß jetzt aber nicht, ich Ah, habe kleinen Moment, keine ich Möglichkeiten muss dich eben. hier hinzufügen. Dann müsstest du das gleich können. So, Sonja, du müsstest jetzt den Bildschirm teilen können. Ja, das sind die drei, die oben, das sind die drei Systeme von. Dein Mikrofon ist nicht an, glaube ich. Also du bist nicht zu hören. Ich kann sonst hier. So, jetzt müsstest du. Ich musste noch mal rausgehen. Ja. Entschuldigung, ich komme noch mal rein. Ja, genau. Hier der Menschenbecher, Materie und Mensch und Tier. Ist das so richtig, das Oberste? Das sind wie es aussieht, die letzte Woche gezeigt wurden. Also dann müsste das so richtig sein. Okay, und dann gibt es noch einmal, das wurde mal vorgestellt, ich glaube, da waren aber keine Bilder, das wurde so von einigen dann so gemacht mit den Pflanzen. Ach so, ja, Moment, da ist ein Fehler da oben. Ja, das ist, glaube ich, ein Rechtschreibfehler.
das, oder beziehungsweise Flüchtigkeitsfehler, das oben rechts, das müsste nicht Mensch sein, sondern Pflanze. Pflanze müsste das sein. Das weiß ich auch nicht, warum da Animals steht. Vertical People sind Pflanzen. Weil ich habe es mir nämlich extra übersetzt und da steht nämlich, oder wir haben es übersetzt, wir haben uns gestern im Mittwochsmeeting noch darüber unterhalten. Und dann ist unten links dieser Menschenbecher, der wurde damals anders gemacht, ganz unten, das passt nicht ganz. Das ist verdreht, da ist links Zink. Oder ist das egal? Und bei dem obersten Menschenbecher, dem fünften, ist rechts die blanke Zinkspule. Ist das jetzt... Das könnte sein, dass das nicht so wichtig ist. Ich weiß das nicht, aber eine Sache, die Herr Kesch letztens auf jeden Fall noch angemerkt hat, ist, dass die Idee, diese übereinander zu machen, dass das wohl nicht von ihm kam. Also sprich, er lässt sozusagen alle machen, aber dass das nicht unbedingt, also das eine Beispiel, was er, sag ich mal, kritisiert hat, ist, dass jemand sich ein Fünfersystem aufrecht übereinander hinstellt, nebens Bett stellt, wobei man als Mensch liegt. Ja. Das macht keinen Sinn. Und deswegen sagt er ja, klar, wenn man jetzt natürlich steht, wenn man in so einem System drinne steht, dann ist es vielleicht richtig so, dass man die übereinander hat. Aber man könnte es im Liegen auch benutzen als nebeneinander, also voreinander oder wie auch immer man das jetzt beschreiben will. Man müsste sie nicht unbedingt übereinander machen. Das ist jetzt nicht unbedingt das als Nonplusultra angepriesen. Okay, also sind maßgebend jetzt die obersten drei. Mensch, Materie und das ist jetzt Pflanze. Wo steht Animals und People, ja? Ja, genau, das ist horizontal ist links, vertikal eben rechts und Materie, das ist das in der Mitte. Und das Tiere zählen zu dem Linken bei den Menschen mit. Tiere deswegen, zählen zu den Menschen. Genau, dass da Tiere steht, das ist falsch. Also das ist, weiß ich nicht, warum das da steht. Das muss ein Schreibfehler sein. Okay. Und unten rechts das Pflanzen. Sind das andere Tiere, das kann auch sein. Manche Tiere zählen zu der Menschenkategorie mit, manche Tiere zählen vielleicht zu der Pflanzenkategorie mit. Das könnte auch sein. Okay, ja. Und was unten ist, ist jetzt uninteressant, ja? Weil wir oben die drei haben. Pflanzenturm passt ja jetzt auch nicht mit dem da drüber mit dem Pflanzenturm überein. Mit dem Fünfer. Ich guck mal gerade, wo ist denn der Unterschied? Weil das, was hier oben gezeigt wird, als. Guck mal beim dritten. Der dritte. Ja, aber das ist. Also beim dritten Fünfer. Und dann guck mal unten bei den Pflanzen. Da ist einmal das zweimal Kupfer und da oben ist einmal Zink. Da passt bei zweien passt das nicht. Ja, ich weiß auch nicht genau, woher diese Bilder von da oben kommen, die letzte Woche gezeigt wurden. Aber da Herr Kesch die selber gezeigt hat, gehe ich immer davon aus, dass das aktualisierte Versionen sind. Weil das sind genau die Bilder, die Herr Kesch letzte Woche gezeigt hat. Die oberen drei. Ja. Dann sind die für uns, okay. Ja, und wenn man die Hand zwischen Reaktor hält, hattest du gesagt, wenn man da reine Gedanken hat, ist damit auch gemeint, so ein Reaktor, zum Beispiel diesen Fünfer, diese Fünfer Menschen und Materie oder so? Das ist nicht genannt worden, was für ein Reaktor. Das könnte theoretisch jede zwei Ganzsorten sein. Also je nachdem, was dein Wunsch ist oder was du manifestieren möchtest, könnte das beim einfachen Ganz vielleicht sogar schon reichen. Aber das hat er nicht erwähnt. Ich glaube, der Trick ist auch eher zu wissen, was man da zu tun hat, als dass man da das perfekte Ganz braucht. Weil selbst wenn du das perfekte Ganz dafür hast und du nicht weißt, was du tun sollst, dann wirst du es trotzdem nicht hinkriegen. Okay. Ja, danke schön. Jetzt noch eine Frage. Also wenn die Reaktoren spiegelverkehrt sind, also zum Beispiel wenn das Zink jetzt links ist und das beschichtete Nanokupfer rechts, das wäre dann nicht so wichtig. Weil die Platten sind ja hier bei den Materien sind ja alle links. Und bei dem Menschenbecher auch, die sind alle auf der linken Seite. Oder könnte das, oder ist das uninteressant, wenn das ausgetauscht wäre, wenn das dann zum Beispiel auf der rechten Seite wäre im Becher? Na, was links und was rechts ist, wenn du das hier angenommen, du hast dieses linke System jetzt hier, hast du jetzt aufgebaut und du stehst davor.
Wenn du davor stehst, ist es links. Wenn du dahinter stehst, ist es rechts. Ja. Weißt du, das ist ja die Frage, das ist ja die Frage der Perspektive, wo du stehst. Also du könntest das System natürlich genau auch andersrum machen. Weil stehst du von der anderen Seite und guckst du, dann ist es ja eh spiegelverkehrt. Ja, genau. Du kannst es dir von vorne angucken, du kannst es dir von hinten angucken. Und dann könnte man so oder so sagen, das richtig rum, das falsch rum. Ja, da haben wir nämlich gestern auch drüber gesprochen, ja. Okay. Ja, schönen Dank. Super. Ja, danke für die Fragen und für die genaue Ausführung hier. Ja, bitte, gerne. Wir hatten gestern das Thema und das war ganz interessant. Ich zeige nochmal eben das, was ich gerade ausführen wollte. Also das ist das, was Herr Keschner in der Vergangenheit mal erklärt hat, ist eben, dass der Mensch ja, ich sage mal, tagsüber normalerweise steht. So, wir haben jetzt hier unser Energiezentrum. Und hier, was hier passiert, der Energietransfer ist eben anders. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Energien, die hier fließen, die fließen von oben nach unten. Und sagen wir jetzt, wir benutzen all die verschiedenen Energien, die verschiedenen Farben jetzt hier, die gehen alle so durcheinander, wie ein Kanal, so wie das auch mit unserer Wirbelsäule der Fall ist, die ja auch ein Kanal für unser Nervensystem ist. Das ist ein Kanal, der geht sozusagen, die Energien gehen alle durcheinander und es ist letztendlich so ein Energiefeld. So, und der Mensch kann aber eben auch liegen und das ist wie bei den Tieren. Und jetzt ist es nämlich anders. Wenn jetzt die Energiezentren hier angeordnet sind und die Erde ist ja nach wie vor so, das heißt, jetzt ist es so, dass diese Energien so angezapft werden. Jetzt sind sie nämlich nicht alle miteinander vermischt, wie links, sondern jetzt sind die Energien alle in einem eigenen. Also das heißt, jedes Energiezentrum ist in einer eigenen Interaktion, wenn man so will, mit der Erde. Und das ist der Unterschied zwischen Tieren, die eben so sich aufhalten, die ja letztendlich den ganzen Tag horizontal sind und auch horizontal schlafen. Wir Menschen haben eben beide Eigenschaften und das ist etwas, was nicht unerheblich zu sein scheint, weil Herr Kesch sagte, dass das der Grund ist, warum wir Menschen Menschen sind. Das heißt, warum wir die Intelligenz haben und Eigenschaften, die Menschen, die sowohl Tiere als auch Pflanzen nicht haben, weil wir eben sowohl diese Richtung haben als auch diese Richtung. Wir haben beides und können deswegen beide Energien, wenn man so will, nutzen. Und die Pflanzen benutzen nur das eine, die Tiere nur das andere. Das einfach nur nochmal zur Erklärung. Und dieser Reaktor und dieses System, was da gezeigt wird mit diesen drei verschiedenen Versionen, das beinhaltet dann sozusagen einfach alles. Das beinhaltet die horizontalen und vertikalen. Hallo Mario, hier ist Hans Rudolf. Hallo. Dazu habe ich eine Frage. Also wenn beim Liegenden die einzelnen Chakra also waagrecht organisiert sind, dann gehe ich davon aus, dass das jeweilige Torusfeld des Chakras eigenständig ist, weil beim Aufstehen ist das Torusfeld, also die Bewegung der Energie durch die Chakras hindurch. Und wenn wir liegen, ist jedes einzelne Chakra für sich selber und erstellt ein eigenes Torusfeld. Ist das richtig so? Weiß ich nicht genau, wie das letztendlich zusammenkommt, weil es ist ja schon ein, in beiden Fällen ist es schon ein Energiesystem. Es ist ja letztendlich eine Aura, eine, wie auch immer, ein geschlossenes System. Aber die Art, wie die Energie fließt, und das ist sicherlich auch das, wie wir das zu nutzen machen. Das heißt, wenn wir uns hinlegen, dann hat das einen Grund. Das heißt, wenn wir lieber das Gefühl haben, wir wollen lieber sitzen oder lieber liegen, dann wissen wir wahrscheinlich unterbewusst energetisch schon, warum. Und der gleiche Grund, was beim Schlafen passiert. Da passieren bestimmte Prozesse, bestimmte Dinge, auch energetische Reinigung und was auch immer, die wir vielleicht tagsüber beim Stehen nicht passiert. Mhm. Also zumindest dieser Energiekreislauf von Geben und Nehmen und Austausch und so weiter ist anders. Aber wie sich das jetzt generell, also wie das sich jetzt generell grafisch jetzt oder genau detailliert grafisch jetzt zeigen würde, dass wie sich das jetzt vereint, weil das ja, wie gesagt, doch irgendwo ein Organismus ist. Kann ich auch nicht genau sagen. Könnte ich spiegulieren. Ich habe so ein bisschen Vorstellung davon im Kopf, aber ja. Ja, worauf es würde Sinn machen, weil wenn wir schlafen, erholen wir uns und dann sind wahrscheinlich die einzelnen Chakra aktiver, weder wenn wir stehen und die ganze Energie einfach durch die Chakras hindurchlaufen und wir haben irgendwo Störungen in den Chakras, dass ja der Energiefluss dann unterbrochen, fließt nicht voll durch. Hingegen beim Liegen ist jetzt einzelne Chakra in Tätigkeit, was ja uns die Erholung gibt, die wir nachts erfahren dürfen.
Das scheint mir auch so, dass es das einfacher macht, sag ich mal, den Körper wieder in Ausgleich zu bringen durch das Liegen. Aber durch das Stehen funktionieren wir nun mal richtig als Mensch, egal ob jetzt stehen, sitzen ja auch in dem Fall. Haben wir alle unsere Funktionen sozusagen, nutzen wir. Die sind alle in einem System, wie das eben gezeigt wurde, mehr als das beim Liegen der Fall ist. Ja, genau. Macht für mich auch Sinn, so, wenn man sich das Energiesystem so vorstellt. Okay, dankeschön. Ja, gibt es noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen oder möchte noch jemand irgendwas teilen, mitteilen? Also es sieht danach aus, als wenn jetzt nicht so ein größeres Interesse ist, dass jetzt nächste Woche wieder ein Workshop ist. Oder wie seht ihr das? Josef hat angeboten, er könnte den Raum öffnen. Aber einige werden sicherlich ja sowieso nicht kommen. Und deswegen ist die Frage, ob wir das einfach ausfallen lassen. Im Grunde ausfallen lassen, würde ich sagen. Ich kann höchstens den Raum öffnen, weil ich arbeite am 24. Somit kann ich nicht zusammenfassen. Gut, also siehst du da, ja, dann ist es wahrscheinlich im Sinne aller, dass wir das nächste Woche ausfallen lassen. Und dann, wie gesagt, dass die Informationen, die kommen nach und sind wahrscheinlich sowieso alle auch anderweitig auch beschäftigt. Ja, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und ich werde hier nochmal den Dings hier einblenden. Gut, das war denn heute der 248. deutschsprachige Wissenssucher-Workshop des Keshe Foundation Spaceship Institutes und ich wünsche euch allen einen schönen Abend, eine gute Nacht und vor allem schöne Weihnachten, schöne Weihnachtszeit und genießt die Zeit, macht das Beste draus und wir sehen uns dann hören uns wieder dann in 2 Wochen.